Und jetzt müssen wir doch eigentlich nur überlegen, was in der Automatisierungstechnik den Leuten so als Grundlagen erstmal beigebracht wird und wie man das jetzt nachbauen kann. Wir müssen also Sensorik und Aktorik haben. Sensorik ist ganz einfach. Ich schließe einfach so ein Kabel an so eine Kiste an. Oder schließe ein Kabel an Fördertechnik an. Nämlich rote Kabel, weil es gibt rote und grüne Kabel. Klack, 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 klack. Weil er hat natürlich nur eine endliche Reichweite. Alle miteinander verbunden. Und jetzt will ich gerne den Bestand wissen. Und jetzt sehen wir jetzt hier. Grün alle Bestände im Zentrallager, Durchlaufkanäle, rotes Kabel, alle Bestände, die in dem kleinen Lager sind, entweder in den Fixplätzen mit der Mischbelegung oder in anderen. Mhm. Kann jede Kiste fragen, was hast du? Das ist Sensorik. Was müssen wir noch für Sensorik haben? Ja, ich müsste vielleicht wissen, was auf diesen Förderern so los ist. Jetzt steht der, ich muss Ihnen sagen, Gegenstände auf Fließband auslesen. Aber nicht aktivieren, das soll immer laufen. Da, aktivieren soll immer laufen. Jetzt laufen die wieder. Kann man sehen, die laufen. Und da läuft so ein Art-Scanner. Jetzt kann man oben so flackern sehen. Immer wenn da was drauf vorbeikommt, ne, dann kann der Sensorik sagen, sag mir, was du gerade transportierst. Und ich kann ihm sagen, sag es mir genau einmal. Ping, da ist ein Eisen gekommen. Ping, da ist ein Stein gekommen. Ich kann ihm aber auch sagen, halt das bitte fest. Dann sage ich ihm auch hier halten und dann sehen wir, aha, momentan liegen da 8 Steine rum und ein Fass. Tatsächlich ein Fass, auf so einem Förderer sind 8 Plätze, da sind 7 und hier ist auch noch ein Stein. Tatsächlich 8 Steine, ein Fass. Das ist Sensorik. Wenn man nochmal eine Verbindung macht, dann werden die abgebaut. Wo könnte denn jetzt noch Sensorik sein? Ich könnte ja auch die Greifer fragen, was tust du gerade? Und wer hätte das gedacht? Natürlich geht das. Legen wir den Greifer da drauf. Der Greifer hört sofort auf zu arbeiten, weil er ist irgendwo angeschlossen und sagt sich, ich will Befehle haben. Jetzt sage ich wieder, der Greifer hat natürlich auch Sensoren. Ich möchte den gehaltenen Gegenstand auslesen. Und immer wenn er jetzt was nimmt, wird das kurz angezeigt. Alle Sensoren, Greifer und Förderbänder, also alle für alle Technik, die wir haben, Kisten sagen ihren Bestand. Klar, was sollen die sonst tun? Ja. Ein Greifer sagt, ich habe was genommen. Und dann kann man ihm sagen, du sagst es genau dann, wenn du es hochnimmst. Man kann ihm auch sagen, solange du es in der Hand hast, sagst du es mir. Er hält tatsächlich einen Stein. Ich kann dem Greifer aber auch sagen, Stapelgröße festlegen. Steht jetzt auf 1. Ich stelle es mal auf 3. Das kann man sehen, er sagt immer 3. Ich kann jetzt mal aus Spaß so einen hier reintun. Der kann bis zu 12 nehmen. Automatisierung heißt ja immer Sensorik. Dann haben wir eine Strecke, die wir steuern wollen. Das ist mal für hier die Förderer vorlegen, Kisten vormachen, was auch immer wir tun wollen. Und jetzt müssen wir noch Aktorik haben. Also Dinge, die wir steuern können. Okay. Welche Dinge kann ich steuern? Ja, offensichtlich kann ich diese Greifer steuern. Ich kann aber auch sagen, aktivieren und deaktivieren. Und dann kann ich ihm sagen, welche Regeln das sein sollen. Wenn Fische größer als 0 bei dir ankommen, dann sollst du arbeiten. Ich nehme mich mal eine Kiste. So, ich sage 50 Fische in diese Kiste. Zack, 50 Fische liegen auf dem Mast, 50 Fische sind da. Der sagt sich, oh, Fische, arbeiten. Und was ich auch noch machen kann, kann ich sagen, Stapelgröße festlegen. Da muss ich natürlich sagen, wie wird denn hier gesteuert? Dann sage ich ihm, okay, Steuersignal sind Fische. Jetzt dürft ihr nicht allzu viel tun. Ja, er nimmt immer nur einen, weil keine Fische da, das ist nichts da. Jetzt tue ich mal aus, probiere ich es mal aus. Was ich jetzt mache, habe ich noch nie gemacht. Das ist was ganz Neues für mich. So. 3 Fische rein. So. Was sagt er jetzt? Ach, bei Fische gleich 0 soll er Fische als Steuersignal benutzen. Das geht natürlich nicht. Aber wenn Fische größer 0 sind, dann müsste das funktionieren. Tatsächlich. Er sagt jetzt, Fische größer 0 und Steuersignal sind die Fische.
Aber ich habe leider dummerweise halt hier auch hart auf 1 eingestellt. Das ist nicht gut gewesen. Ja, tatsächlich. Solange 3 da sind hier, ne, geht das. Mhm. Jetzt haben wir also gelernt, was so ein Dreifach kann. Gib mal Signale, sag mir, was du tust. Ich kann aber auch sagen, lieber Greifer, du arbeitest dann, wenn ich dir einen Befehl erteile, Bedingung. Da sind alle logischen Bedingungen da. Größer, kleiner, gleich, größer, gleich, kleiner, gleich oder ungleich. Was ich will. Er soll auf irgendwas achten. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Man kann also jedes Signal nehmen und es gibt noch etwas ganz Pfiffiges. Es gibt auch andere Signale. Signale, die gar keine Signale sind, weil man kann keine 7 produzieren. Also man kann sich auch sagen, okay, nimmst du jetzt irgendwie so ein anderes Signal. Habe ich zum Beispiel hier oben benutzt, da benutzt du Signal 0. Und dann gibt es noch diese mit dem Sternchen. Und das müssen Sie mal im Wiki mal nachgucken. Das sind Wildkarten. Für alle, jeweils oder irgendeiner. Es gibt diese roten hier. Die nennen sich konstante Kombinatoren. Schupp. Da habe ich 98 Stück von. Zack. Weg mit der Kiste. Die haben Felder. Die kann man an- und ausschalten. Aus. Und jetzt sage ich dem, die 3 soll da sein. Also der soll jetzt 3 sagen. Und der 3 soll er bitte mal 2-mal sagen, aus welchen Gründen auch immer. Kann man sehen, 3, 2-mal. Mhm. Ne? Okay. Jetzt wieder Kiste mit Mast verbinden. Ist nicht zu sehen. Ich muss die Kiste auch anschalten. Zack. Was sehen wir jetzt? 3, 2-mal auf Mast. Und der hier, der kriegt jetzt gesagt, wenn irgendwas größer 0 ist, dann fängst du an zu arbeiten. Und was du zu tun hast, sagt dir die 3. Und die 3 sagt 2. Und das können wir jetzt wahrscheinlich auch sehen. Hier sehen Sie, werden immer 2 Eisenplatten genommen. Ja. Mhm. Also als dritte Signalquelle habe ich Konstanten. Ich kann die Förderer fragen, das sind dynamische Signale, wie es gerade so kommt. Ich kann die Greifer fragen, was tust du? Oder ich kann eine Konstante haben. So, was kann ich jetzt noch steuern? Ich kann natürlich auch die Förderer steuern. Mhm. Kann man nicht sehen. Wenn hier grün an ist, dann ist der untere an und der obere aus. Und wenn hier rot an ist, dann ist das nämlich hier pickepacke voll. Kann man sehen, da geht nichts mehr rein. Warum habe ich das so gemacht? Ganz einfach, gehen Sie hier. Hier lese ich gerade das aus. Da. Förderer sind angeschlossen. Und zwar 1, 2, 3, 4 Förderer angeschlossen. Geht hier auf dieses Element. Das rechnet was, reden wir gleich drüber. Und wenn es gerechnet hat, kommt entweder raus rot oder nicht rot. Und dann hat das Lemke gesagt, wenn da irgendwas ist, das ist irgendwas, gleich 1 ist, dann bitte angehen. Das ist Aktorik auch, wie Greifer. Sie sehen, es gibt Sensorik, es gibt Aktorik. Was fehlt uns jetzt noch für eine richtige Steuerung? Wir müssen rechnen können. Kombinatoren. Es gibt nur 2 Sorten. Es gibt Kombinatoren für Rechnungen. Der kann addieren, multiplizieren, subtrahieren. Der kann logische und oder, der kann Bit-Operationen machen. Und es gibt Vergleiche. So, und jetzt wissen wir ja, wenn ich grundlegende Rechenfunktionen habe und ich kann Vergleiche machen. Vergleiche ist sowas wie if, then, else. Wenn das passiert, soll das passieren. Damit kann ich alles bauen. Ich habe Sensorik, ich habe Aktorik, ich habe logische Verknüpfungen, die ich auch immer machen will. Und ich habe irgendwelche Dinge, die ich steuern möchte. Förderer, Strecken von A nach B was schicken, Kisten voll machen, Kisten leer machen. Das heißt, ich habe alles für die Automatisierung. Jetzt sind natürlich die Elemente ein bisschen anders, als man die so in diesen technischen Dokumentationen so findet. Man muss die Brücke jetzt noch schlagen. Mhm. Also seit 40 Jahren beschäftige ich mich in verschiedensten Varianten mit Programmieren, mit Logik, in der Diplomarbeit, in der Dissertation, mit so einem Zeug. Ich überlege mir, das hast du schon mal gemacht. Dann gucke ich mir eine alte Schaltung von früher an, die ich früher mit was ganz anderem gemacht habe. Denke mir, ah, das muss ja gehen. Und baue das Ding dann nach. Das fällt mir also relativ leichter. Jetzt denke ich mir, Leute, die also nicht so programmieraffin sind, die vielleicht vorher nicht schon mit logischen Schaltkreisen gearbeitet haben, die nicht mit Fischertechnik irgendwelche wilden Dinge gebaut haben, denen fällt das wahrscheinlich schwerer. Es geht ja nur darum, dass man sagen kann, es gibt einen Baustein oder ein Element, eine Menge von Kombinatoren,
die haben die gleichen Eigenschaften wie das, was wir in der Vorlesung da erklärt haben. Und das muss ja nur an den Schnittstellen stimmen. Da, wo was reingeht und da, wo was rauskommt. Und intern kann es durchaus anders sein. Dann kann ich doch mit dem und dem und dem und dem das nachbauen. Das ist so die Idee. Ja, ich glaube, das wird interessant. Also mittlerweile glaube ich auch, dass wir das irgendwie hinbekommen. Da war ich am Anfang doch skeptisch, aber ja, ich bin gespannt, wo wir hinkommen.